Spiel 2 der Rückrunde, Liga Spiel 1 im Jahr 2014 in eigenem Stadion. Der HSV wird zu Gast sein. In der Hinrunde mit 5:1 besiegt, jetzt auf dem Relegationsplatz. Ich denke auch ein angeschlagener Gegner. Ich will in diesem Spiel speziell extrem und den Fokus auf uns richten. Und was in Hamburg los ist, ist die eine Sache. Das müssen die mit sich ausmachen. Aber wir müssen unsere Leistung abrufen. Und da ist egal, welcher Gegner da ist und gegen welchen Gegner wir auch spielen. Wir haben sehr viel gearbeitet, viel gesprochen, aber auch wirklich intensiv gearbeitet. Und wenn das die Frage anschließen würde, was müssen wir denn verändern, was müssen wir denn verbessern? Wir müssen nichts Besonderes machen, das ist das Entscheidende. Wir müssen unsere Basics wieder richtig abliefern. Wir brauchen keinen Zauberfußball, wir brauchen keine Besonderheiten im Spiel abliefern, sondern wir müssen richtig gut gegen den Ball spielen und nach Ballgewinn richtig gut umschalten in beide Richtungen. Wenn du den Ball verlierst, umschalten, und wenn du den Ball gewinnst, umschalten. Das ist das, was uns ausgezeichnet hat und das, was wir gut können, und nicht von irgendwelchen anderen Dingen träumen. Wir denken schon intensiv über die ein oder andere Veränderung nach, ganz klar. Weil ich denke, wir brauchen vielleicht in dem Spiel auch den ein oder anderen Typen in der Partie. Und da wird es sicherlich nicht nur eine Veränderung in der Startformation geben. Was da genau stattfindet, das hängt jetzt auch nochmal von dem heutigen Training ab. Wie weit dann alle einsatzfähig sind, auch was mit Johnson dann ist, dann wissen wir dazu mehr. Es ist so, dass sich die Lage da, was Kevin Volland speziell auch angeht, doch deutlich entspannt hat. Der letzte Woche ja noch mit Trainingsrückstand auf der Bank saß, der konnte diese Woche jetzt problemlos trainieren. Sally ist auch wieder voll im Training, er hat seine Verletzung überwunden und hat voll trainiert, seit Dienstagnachmittag da. Und was Johnson angeht, kann ich noch keine genaue Info geben. Es ist so, dass es sicher keinen langen Ausfall mit sich ziehen wird, aber da er ja direkt nach dem Spiel, einen Tag später, operiert wurde, es ist so, dass wir einfach schauen müssen, wie weit es dann mit einer Schiene Sinn machen würde, zu spielen, ob das schon geht oder noch nicht. Aber ich denke, das ist nur eine Frage von Tagen jetzt, bis es bei ihm auch wieder voll geht. Und ansonsten weiterhin noch Stefan Tesker, der noch ausfällt. Ich tippe ja nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir einen großen Wunsch haben. Ein großer Wunsch heißt so, dass wir unser erstes Heimspiel in 2014 gewinnen wollen. Egal mit welchem Ergebnis. Egal wie, Hauptsache 3 Punkte bleiben bei der TSG. Die Chancen stehen ja nicht so schlecht. Von 5 Heimspielen gegen den HSV gewann die TSG 3 und spielte einmal unentschieden.